So, hi Bonser-Freunde. Herzlich willkommen bei My Tweets in the Pod. Ich bin's wieder, euer Patrick. Ich muss ja mal einen Namen zwischendurch sagen. Worum geht's heute? Ihr habt schon im Videotitel gesehen, es geht wieder um Fächerauern. Und zwar diesmal um den Cazorra. Habe ich in einem anderen Video schon vorgestellt, wie der letztes Jahr in diese Schale gekommen ist. Und ich halte echt viel von dem Baum. Nach neuer Betrachtung sind auch hier wieder Fehler drin und das Verhältnis der Äste und die Dicken der Äste in den Etagen passt natürlich nicht. Der kriegt jetzt auch wieder dramatisch einfach den Kopf, aber das seid ihr bei mir ja schon gewohnt. Ja, und wie ihr auch in diesen 360-Grad-Videos seht, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal das letzte Video von dem Baum seht, ich hoffe, ich verlinke das irgendwo hier oben in der Infocard, dann seht ihr auch, wie stark der zurückgeschnitten wurde letztes Jahr und was wir jetzt wieder für einen Austrieb haben. Ja, und das kann man eigentlich bei 90% aller Ahorn ja sofort führen, wie ihr mittlerweile von mir gewohnt seid. Ja, was hat der Baum für Besonderes? Das ist einer von den dreien, wo unter anderem auch der Emerald Lanes und der Orange Dream zugehörte, die ich alle mal so gekauft habe, weil ich A, die Sorten nicht kannte und wollte die Sorten haben und alle dann vom Grundwachstum so ausgewählt hatte, dass ich immer dachte, oh, das könnte ein schöner Doppelstamm werden. Und ich glaube, das ist auch der einzige von den drei Bäumen, der ohne abzumosen in die Richtung Doppelstamm geht. Auch einen Doppelstamm würde ich jetzt nach heutiger Betrachtung nicht unbedingt mit Abmosen machen. Ich glaube, ich würde das mit mehreren Bäumen dann zusammenpflanzen. Also Bäumchen, zwei Bäumchen, die von derselben Mutterpflanze sind, wegen der Genetik, vom Wachstum. Und die dann unten einfach zusammenwachsen lassen, so wie ich das haben möchte. Aber ja, ich denke, dass das zumindest einer von den guten ist. Ja, sollte das mit dem Doppelstamm hier aus irgendeinem Grund nichts werden, also nächstes Jahr werde ich den wieder umtopfen, der ist noch im 2-Jahres-Rhythmus, ist jetzt auch 4 Jahre, glaube ich, alt und werde das Nebari ein bisschen hochziehen dann und dann mal gucken, ob das wirklich zu allen Seiten auch gut ausgeprägt ist und wenn nicht, dann werde ich einfach hier unten im Bereich des Doppelstamms eine Abmosung noch vorführen, aber ich denke, dass der schon in die Richtung geht, wo ich ihn haben möchte. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was mehr zu sagen ist, also er kriegt auf jeden Fall ordentlich einen vom Kopf. Ich werde hier hinten aus der einen Knospe eine neue Spitze machen, also oben wird wieder eine Menge fallen. Dann werde ich einen ganzen Teil von dem Dicken hier trotzdem stehen lassen, aber kahl schneiden, dass da nichts mehr wächst, weil ich den als Zughilfe haben möchte. Ja, und ich sage jetzt mal, wie gewohnt eigentlich wieder im Zeitraffer, seht ihr jetzt erstmal, wie ich den ein bisschen beschneide. Dann werde ich mich nachher nochmal zu den Bäumchen äußern und meine Analyse da abgeben. Ja, und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Schauen. Bis später.
Ja, schon mal wieder danke, dass ihr bis hier zugeschaut habt. Der eine oder andere wird es gesehen haben, dass ich im Zeitraffer, als die Spezier gedraht habe, das nochmal in Echtzeit habe laufen lassen, kurz, damit man das sieht. Die habe ich hier oben versucht, so ein bisschen ranzuholen an den Baum. Wie gesagt, ich wollte das Stück ja zugriff lassen. Also das fällt hier sowieso weg. Warum ich die andere Knospe und die Ecke hier gelassen habe, ist, wenn die mir aus irgendeinem Grund abkacken sollte, weil ich habe ja immer noch ein bisschen Angst, trotz Erfahrung, dann habe ich hier noch einen Plan B quasi. Ansonsten sollte der sich hier gut entwickeln, schneide ich den hier direkt in 2-3 Wochen ab. Ja, dann habe ich hier so ein Stück als Drahthilfe auch wieder hier gelassen, weil Drahten sollte ja immer mit Gegenlage passieren. Ja, um hier jetzt einen neuen Ast zu entwickeln, den habe ich auch mega lang gelassen, damit jetzt hier richtig viel Saft reinkommt, damit hier auch die Austriebe quasi, die werde ich nicht zurückschneiden, wieder als Opferäste, damit der richtig schön Dicke kriegt, weil der ja vom Verhältnis wieder passen muss. Dann kommt hier wieder der nächste Ast und wir haben schön so gegenläufig und mal gucken, wo so die Reise hingeht. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde auch die Farbe von dem Baum super geil. Ja, und er ist ja schon fast am Austreiben. Ihr werdet jetzt gleich wieder einen kleinen Bonsai-Porn sehen. Ich mache ein paar Aufnahmen so und dann gucken, je nachdem, wann das Video online kommt, schneide ich vielleicht in den Bonsai-Porn dann auch noch so Sachen mit rein. Also ich sage jetzt mal, wenn das Video in 8 Wochen erst kommt, dann treibt er weiter aus und macht dann noch so Zwischenaufnahmen und mixt das so ein bisschen im Bonsai-Porn, dass ihr so verschiedene Zustände dieses Baums auch mal im Laub seht. Ich denke, das kriegen wir dieses Jahr ganz gut hin. Ja, ich würde mal sagen, für alle, die bis hier dran geblieben sind, danke fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, macht die Bimmelbammel an. Ja, und dann viel Spaß jetzt beim Bonsai-Porn und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.